Herzlich willkommen beim 4D Aktiencheck. In diesem Video stelle ich Ihnen eine weitere Aktie vor, die im 4D Asset Oszillator enthalten sind, nämlich Nynomic. Und da stelle ich Ihnen vor, warum habe ich diese Aktie ausgewählt für mein eigenes Portfolio und für den Asset Oszillator. Der 4D Asset Oszillator ist ein Anlagezertifikat, das ich an der Stuttgarter Börse platziert habe. Und das hat von Herbst bis Sommer 100% Aktien. Und diese Aktien stelle ich jetzt in verschiedenen Videos vor für die Investoren, die schon investiert sind oder für die, die einfach wissen wollen, was habe ich denn da ausgesucht. Bitte den Disclaimer beachten, das ist keine Anlageberatung. Ich kenne Sie nicht, ich weiß nicht, welche Risiken Sie eingehen können und so weiter. Und haftungstechnisch kann ich hier keine Haftung übernehmen und das ist auch keine Empfehlung, sondern dient nur zur Info, was meine Meinung über Nynomic ist. Wenn Sie auf die Homepage gehen, www.asset-oszillator.de/portfolio, dann landen Sie auf der Homepage, die sich gerade hinter mir aufbaut. Und wenn Sie hier sehen und runterscrollen, dann sehen Sie alle einzelnen Titel, die im Asset Oszillator enthalten sind, tatsächlich physisch hinterlegt, nur so nebenbei. Wenn die Aktienphase eingeleitet ist, also von Herbst bis Sommer, dann ist das Aktienportfolio oben, sonst ist es unten und drüber sieht man, welche Anleihen gerade im Portfolio sind. So, hier haben wir Nynomic. Und wenn Sie auf den Namen klicken, dann landen Sie direkt auf der Homepage von Nynomic. Und was machen die? Die machen optische Messtechnik für Life Science, also für die Medizin, für das Gesundheitswesen, optische Messungen oder auch für die Landwirtschaft, für die Chemieindustrie, für Green Tech und Clean Tech. So steht es hier. Green Tech und Clean Tech, also die Bereiche der Chemie oder der Produzierenden, die eben grün produzieren wollen und sauber produzieren wollen. Das ist dem Nynomic-Unternehmen ganz, ganz wichtig. The Photonic Group heißt es. Also das heißt, die machen optische Messgeräte, also Photometer sozusagen, kann man einfach so sagen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch im Portfolio, weil es Mess- und Regeltechnik ist, eine Branche, die im Portfolio nicht enthalten ist, dient also der Diversifizierung, aber weil sie auch durch ihre Messgeräte, durch ihre Maschinen, die sie bauen, ihre Messanlagen, Life Science ist natürlich super, Gesundheitswesen, aber auch Green Tech und Clean Tech unterstützen und somit in meinen Augen eine grüne Aktie ist. Genau, deswegen habe ich die mit im Portfolio und jetzt schauen wir mal zurück. Dann sehen wir hier die ISIN mit DE vorne dran, das heißt, es ist ein deutsches Unternehmen. Wenn Sie da drauf drücken, landen Sie wie immer bei OnVista. Sie können aber gerne eine andere Seite nehmen, wenn Sie das nachkontrollieren wollen. Und da sehen wir mal die Hard Facts, das heißt, das ist ein kleines Unternehmen mit 227 Millionen Marktkapitalisierung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist bei 23, das heißt, es ist ein günstiger bis normaler Preis. Dividendenrendite 0 und deswegen kaufe ich den Titel auch nicht. Stört mich nicht, dass keine Dividende ausgezahlt worden ist. Wir haben andere Titel im Portfolio, die genug Dividende ausschütten. Hier interessiert mich das Wachstum natürlich, logischerweise. Sie sehen hier, das Wachstum ist da. Wir haben 2015 178% eine Verdoppelung des Gewinns, dann moderate Gewinnwachstum, dann gab es aber mal 2 Jahre Rückgang, dann wieder einen riesengroßen Schritt an Wachstum, 65% plus, dann wieder ein kleiner Rückschritt. Und jetzt wird hier für 23%, das passt ja, und in den kommenden Jahren 29%. Das heißt, wenn man das zusammenzieht, ist man hier schon bei 60, 80, 83, irgendwie um die 83% Wachstum in den nächsten Jahren. Und wenn das natürlich die Prognosen so kommen, dann wird der Kurs natürlich mitlaufen. Und das ist das, was natürlich den Investor und mich interessiert. Dann gucken wir mal den Preis am Kurs-Buchwert-Verhältnis an. Das war 2022 2,81. Ja, okay, ist gut. Das ist nicht teuer, nicht billig, also so ein normaler Preis. Dann haben wir eine Eigenkapitalquote von 60%, kann man auch nichts sagen, steht also gesund da. Und die Eigenkapitalrendite ist jetzt 22 bei 8,9% gewesen. Das ist ganz nett, aber
Interessant sind hier die Zahlen 20, 23, 27%. Und ich denke, wenn die Gewinne auch so wachsen, wie die Prognosen sagen, oder vielleicht übererfüllt werden, dann wird die Eigenkapitalrendite auch wieder eher Richtung 20% gehen. Das ist das, was ich so erwarte. Also das ist ein guter Titel. Also Value-Titel ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Das ist eher ein Blend-Titel, würde ich sagen. Also eine Mischung zwischen Value. So richtig billig ist sie ja nicht. Also sie hat einen fairen Preis, aber Wachstum vor sich. Also so Blend-Titel, würde ich mal sagen. Es ist weder ein typischer Wachstums- noch ein typischer Value-Titel. Gucken wir uns mal an, wer da noch so investiert ist, in welcher Gesellschaft ich mich hier befinde mit meiner Investition. Und da sehen wir, die ganz Großen sind nicht dabei. Das finde ich auch mal ganz schön. Aber trotzdem tolle Namen. Kreissparkasse Biberach, aha. Dornan-Reuschel, Value, Warburg, eine große Fondsgesellschaft oder eine bekannte deutsche, also richtig groß. Wenn man jetzt natürlich mit BlackRock oder sowas vergleicht, sind die nicht. Lupus Alpha kenne ich persönlich. Mandarin ist auch bekannt. Avesco auch. Gutmann Finanz jetzt nicht so. Albrecht & Cie, Vermögensverwaltung kennt man. Axion, klar, kenne ich persönlich sehr viele von der Axion. Dann haben wir Amundi, natürlich, da haben wir mal einen größeren Namen. Also das sind durchaus bekannte und auch sehr erfolgreiche Investoren investiert. Und deswegen fühle ich mich da in bester Gesellschaft. So, und dann schauen wir uns noch den Chart zum Abschluss an und sehen hier, ja, okay, das ist jetzt 3 Jahre. Sieht aus wie eine Seitwärtsbewegung. Gucken wir mal die 5 Jahre an. Ja, das haben wir, die 200-Tage-Linie geht nach oben, das ist ein Aufwärtstrend und bei 10 Jahren auch. Na, da sehen wir, okay, das ist ein schöner Aufwärtstrend. Hier 21 war halt alles so ein bisschen arg übertrieben, also alle Kurse, das haben wir ja gesehen, in der Folge ging es dann ja auch erstmal bergab. Und da ist, sehe ich sicher auch kurzfristig eine Möglichkeit, hier hoch wieder zu krabbeln, wenn sich vor allem dieser Gap zwischen großen und kleinen Unternehmen aufgelöst hat. Der ist im Moment unnatürlich. Die Börse geht nach oben, aber hauptsächlich die Großen, die Kleinen ziehen nicht so richtig mit. Ja. Wenn sich das auflöst, das wird natürlich auch sehr gut hier für Nynomic sein. Ja, das war schon. Und jetzt wissen Sie, was ich da gut finde an dem Unternehmen. Natürlich auch wieder ein grünes Unternehmen. Wer mich kennt, weiß, dass mir das ganz wichtig ist. Nur so können wir die Welt verbessern und ich denke, das müssen wir unbedingt, sonst ja, gehen wir halt irgendwann unter, ja? An Umweltverschmutzung und Klima. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim nächsten Video, schauen Sie sich auch das an und ja, freue mich, wenn Sie bald wieder dabei sind.